Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem sehr, sehr kurzen Video werden wir die Frage nochmals beantworten, woher bekommen Sie Ihre Freischaltnummer? Zuallererst würde ich Sie gerne auf unseren Online-Searcher verweisen und wenn Sie in das Suchfeld einfach mal Freischaltung eingeben, erhalten Sie bereits ein Video, das Ihnen die Anleitung gibt, wie Sie einen Versionswechsel und den dazugehörige Freischaltung durchführen. So, nichtsdestotrotz werden immer wieder gefragt, ja, woher kriege ich denn die Nummer? Generell Frage nochmals beantwortet, aber diesmal ohne Erklärung. Freischaltungen bekommen Sie immer und die sind auch kostenlos, wenn Sie die Version installiert haben, die Sie erworben haben. Wenn Sie eine Update-Verlängerung bei einer Kaufversion durchgeführt haben oder beziehungsweise ein Update gemacht haben, das Sie natürlich auch beglichen haben, dann ist die Versionswechsel bzw. die Übermittlung der Freischaltnummer kostenlos. Wenn Ihr Miet- oder Wartungsvertrag ausgelaufen ist und Sie diesen erneuert haben, wenn Sie den beglichen haben, ist die Freischaltnummer auch kostenlos. Nun werden wir Wabi Profi 3 starten. Wenn Sie beim Starten des Programms ein Fensterchen erhalten, in dem Sie aufgefordert werden, die Freischaltnummer einzugeben, steht eigentlich alles schon da. Das heißt, übermitteln Sie hier oben in der Zeile, übermitteln Sie die folgende Identifikationsnummer per Fax, Mail oder Brief, dann erhalten Sie eine neue Freischaltnummer. Warum ist das so? Weil es keinen feststehenden Code gibt, weil der leider Gottes in den vergangenen Jahren immer wieder mal weitergegeben wurde. So, das heißt, wir haben hier Ihre Identifikationsnummer. Sie klicken einfach auf den Button Freischaltnummer per Mail anfordern. Sie bestätigen Ihre Adresse und klicken auf OK und weiter. Nun versucht Wabi, Windows mitzuteilen, dass er eine SMTP-Nachricht rausschicken soll. Bitte kontrollieren Sie oder rufen Sie uns an, ob die von Ihnen übermittelte SMTP-Nachricht auch angekommen ist. Alternativ dazu können Sie auf den Button Freischaltnummer anfordern klicken, bestätigen und drucken das Ganze aus, dass Sie uns dann zufaxen können. Haben Sie die Freischaltnummer erhalten, geben Sie die Freischaltnummer ein und klicken auf Programm freischalten. Haben Sie die Freischaltnummer noch nicht erhalten, klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie Ihr System neu installiert haben oder Ihre erworbene Version aktivieren wollen, klicken Sie oben auf Lizenz. Dann klicken Sie auf Freischalten Versionswechsel und wählen hier in dem neuen Fenster Versionswechsel die Version aus, die Sie tatsächlich erworben haben. Kaufversion oder eine Mietversion. Dann wählen Sie die dementsprechenden Module aus, die Sie natürlich erworben haben und die Anzahl der Netzwerklizenzen. Wenn Sie das getan haben, klicken Sie auf Übernehmen. Hier erhalten Sie einen Hinweis, dass ein Versionswechsel kostenpflichtig ist. Aber wenn Sie die Version installieren, die Sie erworben haben, oder natürlich wie vorhin schon erwähnt eine gültige Update-Berechtigung haben, eine Mietversion haben und, dann ist der Versionswechsel natürlich kostenlos. Dieser Hinweis ist für alle diejenigen unter Ihnen, die eine Demo-Version installieren und diese einfach aktivieren wollen. So, ich hoffe, ich habe Ihnen damit weiterhelfen können. Ach ja, um das Ganze jetzt abzuschließen, sagen wir natürlich ja, wir wollen den Versionswechsel durchführen. Und nun müssen Sie das Programm beenden und neu starten. Wenn Sie das tun, kommen Sie zu dem schwarzen Fenster, das Sie am Anfang des Videos gesehen haben, indem Sie uns Ihre Identifikationsnummer übermitteln.